Die Gedenkfeier in New York ist ja so aufgebaut, dass wir nacherleben können, minutengenau, was damals vor 10 Jahren passiert ist. Bei uns in Deutschland ist es 15.23 Uhr. Der zweite Einschlag in den Südturm des World Trade Centers war 3:03 Uhr, ist jetzt also ungefähr 20 Minuten her. Und einer der beiden Türme, der Südturm, hat etwa eine Stunde standgehalten, der andere, der Nordturm, fast 1¾ Stunden. Für uns als Zuschauer damals war es ja unbegreiflich, dass ein Hochhaus überhaupt stehen bleibt, wenn ein Flugzeug da reinrast. Die Architekten damals haben in der Tat das Gebäude so konstruiert, dass es in den 70er Jahren einem damals sehr viel kleineren Verkehrsflugzeug standhalten sollte. Es war dann, so weiß man heute, die Hitze verbrennenden Flugzeugbenzins, die die Konstruktion nicht mehr ausgehalten hat. Wir sehen in New York immer noch die Angehörigen, die Namen verlesen, aber die Regie zeigt uns dort auch immer wieder Bilder von Angehörigen. Es ist sehr gemischt, was ich da in den letzten Minuten verfolgt habe. Ich habe Luftballons steigen sehen. Ich habe auch Menschen gesehen, die sich mit Tränen in den Armen liegen. Ich habe aber auch spielerische Szenen an diesem Mahnmal gesehen, wo die Namen verewigt sind und wo die Angehörigen jetzt zum ersten Mal Zutritt haben. Die breite Öffentlichkeit frühestens ab morgen. Wer nach New York reisen möchte, sollte sich aber frühzeitig dort eine Eintrittskarte besorgen, denn viele, viele Tausend sind vorab verkauft und es wird wohl eine Weile dauern, bis man dort auch spontan Zutritt bekommt. Sie nimmt die Erinnerung mit, schraffiert das Ganze mit dem Bleistift. Diese Bronzeplatten werden übrigens im Sommer mit kaltem Wasser gekühlt, im Winter mit warmem Wasser erwärmt, damit, wann immer man dorthin kommt, man Kontakt aufnehmen kann zu den Namen. Christopher Ciafardini. Alex F. Saccone. Das World Trade Center war riesig, als es Anfang der 70er Jahre fertiggestellt wurde. Es war ein Symbol für die Kraft und Stärke dieses Landes, für die Kraft und Stärke des Westens. Als es dann eingestürzt war, als es den Anschlägen zum Opfer fiel, hat New York lange diskutiert, wie es weitergeht und sich am Ende sowohl für einen neu gebauten Büroturm entschieden, der noch größer, noch höher ist als die ursprünglichen Türme des World Trade Centers, als auch für diese Gedenkstätte, die wir gerade gesehen haben. Und unsere Korrespondentin Anja Bröker hat den getroffen, der als Architekt diese Gedenkstätte geschaffen hat. Der Architekt Michael Arad auf der Baustelle von Ground Zero. Den bislang größten Auftrag seiner Karriere hat er erfüllt. Das 9/11 Memorial, die Gedenkstätte, ist fast fertig. Umrandet mit den Namen der Terroropfer, nun wird dieser Ort für die Öffentlichkeit zugänglich. Es wird ein schwieriger Moment sein, ein Moment trauriger Erinnerung. Die Türme wieder vor Augen zu haben und die vielen Namen der Opfer. Aber es ist gleichzeitig ein Moment, in dem klar wird, das hier ist auch ein Teil von New York. Ich wollte kein Denkmal bauen, das losgelöst ist vom Leben der Stadt. Ein Jahr nach den Anschlägen, als der Schutt der Ruinen aus dem Weg war, drängte die Frage, was wird aus Ground Zero? Heute, 10 Jahre nach 9/11. Die riesigen Wasserbecken dort, wo einst die Türme standen. Kritiker meinen, die Gedenkstätte sei viel zu groß geraten. Der internationale Star-Architekt Daniel Liebeskind entwarf den Masterplan für Ground Zero. Das Areal wird zu einem Ort des Erinnerns und der Zukunft der Stadt. Museum und Gedenkstätte umringt von 5 Wolkenkratzern. Liebeskind setzt auf Symbolik. Die Spitze des bald schon höchsten Turms der Stadt ist der Freiheitsstatue nachempfunden. Wenn du Ground Zero besuchst, kannst du wieder fühlen, wie die Erde hier bebte. Du berührst das Fundament des alten World Trade Centers und schaust hoch zum neuen Turm. Der wird nicht nur der höchste der Stadt. Mit seiner symbolischen Spitze steht er auch für die geistige Freiheit New Yorks. Die Besucher werden spüren, dass hier etwas Bedeutsames geschehen ist.
Eine Etage pro Woche. So schnell wächst der neue Wolkenkratzer. Mit seinen 541 Metern soll One World Trade Center spätestens ab dem nächsten Jahr die Silhouette der Stadt bestimmen. Der jahrelange Streit über Ground Zero scheint beigelegt. Mit einem baulichen Kraftakt versucht New York, die offene Wunde im Süden Manhattans zu schließen. Und genau dort ist im Moment die New Yorker Gedenkfeier. Aber das, was Sie hinter mir sehen, ja, jetzt kann ich es auch sehen, das ist schon Washington. Also, wir haben den Sprung schon gemacht nach Washington, wo ja wenig später, um kurz nach 9:30 Ostküstenzeit, an diesem 11. September die dritte Maschine zum Absturz gebracht wurde und dort das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, traf. Dort wird in wenigen Minuten die Gedenkfeier beginnen. Unser Korrespondent Udo Lilischkis beobachtet das Ganze. Udo, was erwartet uns dort am Pentagon? Und Jörg, wir glauben, dass, so ist zumindest der Plan, um 15.37 Uhr deutscher Zeit auch hier eine Schweigeminute stattfindet. Und danach wird es drei Reden geben: Generalstabschef Mike Mullen, danach der neue Verteidigungsminister Leon Panetta und anschließend Joe Biden, der Vizepräsident. Es wird dann eine Kranzniederlegung geben. 184 Uniformierte werden Kränze auf die steinernen Bänke legen, die dieses Mahnmal hier ausmachen. Und dann wird diese Feier relativ privat ablaufen im Rahmen der Angehörigen, die Presse. Auch wir stehen jetzt ungefähr einen Kilometer entfernt vor dem Westflügel des Pentagon. Das ist der Bereich, in dem American Airlines 77 damals einschlug, um 9.37 Uhr Ortszeit. Eine recht zurückhaltende Feier. Auch die Informationspolitik des Pentagon war sehr überschaubar. Barack Obama wird hier um 3:15 Uhr heute Nachmittag erwartet, unserer Zeit. Er wird einer Kranzniederlegung beiwohnen, aber nicht sprechen. Das wird er heute Abend tun, hier in Washington im Kennedy Center bei einem Konzert For Hope. Wie das heißt, das ist aber alles, was wir hier von dem Präsidenten heute zu sehen bekommen werden. Wir haben seit einigen Tagen Meldungen, dass es erneute Sorge um Anschläge bei Ihnen in den Vereinigten Staaten gibt, in New York besondere Sicherheitsvorkehrungen. Aber ich denke, das trifft auf auch andere Städte. Wie schätzen Sie die Sicherheitslage an diesem Jahrestag ein, der natürlich ein Symbol wäre für Terroristen, die erneut einen Anschlag verüben wollen? Ja, nun ist Washington ohnehin natürlich ein Ort, an dem die Sicherheitsmaßnahmen sehr, sehr ausgeprägt sind. Sie sind natürlich verstärkt worden. Die Polizei macht jetzt 12-Stunden-Schichten, sagte gestern die Polizeichefin Lanier. Die Aufregung ist natürlich größer als an normalen Tagen. Der Flughafen Dallas musste gestern mehrere Terminals schließen für eine gewisse Zeit, nachdem man ein verdächtiges Gepäckstück identifiziert hatte. Das war ein falscher Alarm, aber es wurden hier in der Nähe von Washington zwei Mietlieferwagen gestohlen, was normalerweise eine Routineangelegenheit wäre. Jetzt aber war das Udo, sofort ein Alarmzeichen für das FBI. Ich unterbreche Sie mal, weil wir gerade sehen können, dass Joe Biden, der Vizepräsident, Platz genommen hat. Ich denke, dass es in wenigen Momenten dort losgeht, am Pentagon, wo Glück im Unglück die Maschine in einen Gebäudeteil raste, der gerade renoviert wurde. Sonst wäre die Zahl der Opfer dort, die auch über 180 liegt, sicher noch ein ganzes Stück größer gewesen. Es herrschte natürlich bei der Luftaufsicht Chaos nach dem Absturz der ersten beiden Maschinen. Man hat versucht, Abfangjäger in die Luft zu bringen, in der Vermutung, dass noch weitere Flugzeuge Unheil anrichten könnten. Für die Maschine, die hier in das Pentagon einschlug, kamen die Abfangjäger zu spät.